Ich darf den Gesundheitsminister bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dezember, Monat Dezember hat begonnen und damit geht ein unfassbar schwieriges Jahr langsam zu Ende. Ein Jahr, das in Österreich, aber weltweit geprägt war von der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, für viele einzelne Personen, für uns als Gesellschaft geprägt war von Verzicht, von Sorgen, von Ängsten, von einer schwierigen Situation insgesamt, von Erkrankungen von vielen Menschen. Und insgesamt sind wir, wenn wir so zurücksehen, durch die erste Welle, durch den ersten Teil als Österreich sehr gut vergleichsweise durchgekommen. Und bei der zweiten Welle mussten wir erkennen, dass diese Welle noch viel mehr Wucht, noch viel mehr Kraft, noch viel mehr Dynamik hatte und hat bis zum heutigen Tag. Und es ist bei uns in diesen Wochen ab dem 22. Oktober eine wirklich dramatische Situation entstanden. Ich möchte es Ihnen mit drei Zahlen kurz in Erinnerung rufen, weil wir gehen von einem Tag zum anderen. Man vergisst das auch sehr, sehr schnell. Wir waren am 1. September, also vor kurzem in Wirklichkeit, bei einer Tagesneuinfektion von 204 Fällen. Wir waren am 1. Oktober bei 873. Und dann hat es diese bereits genannte Explosion der Zahlen gegeben, so rund um den 22. Oktober. Und wir waren dann bereits am 1. November bei 4.956 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Wir haben reagiert, wenige Tage später, am 3.11. ist dieser Teil-Lockdown gestartet worden, rechtskräftig geworden und wir haben dann verschärft mit dem harten Lockdown am 17.11. Und jetzt, kurz vor Ende dieses harten Lockdowns, können wir, glaube ich, bewerten, was funktioniert hat und wo wir noch in Schwierigkeiten uns befinden. Und was wir als Erfolg sehen können, ist, dass es wirklich gelungen ist, eine Stabilisierung und daraufhin eine Absenkung der Neuinfektionsfälle und der gesamten aktuellen Fälle zu verwirklichen. Sie sehen hier, um ein bisschen den Vergleich auch zu haben, zum Frühling, dieser kleine, vergleichsweise jetzt kleine Hügel, den Sie da sehen, diese Erhebung, das war die erste Welle. Und diese Zahlen mit dem steilen Anstieg ebenso rund um diesen Zeitpunkt, 20. 22. Oktober, das war schon eine dramatische Entwicklung. Die Stabilisierung ist dann durch den harten Lockdown und auch teilweise durch den Teil-Lockdown gelungen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann gelungen, nach dieser Stabilisierung, dass es jetzt jeden Tag deutlich nach unten geht, was die Neuinfektionszahlen betrifft. Und zwar mit einem etwas geringeren Tempo. Ja, mir geht es jeden Tag zu langsam, muss ich sagen, nach unten. Aber der Trend stimmt und der Trend ist ein sehr klarer, ausgeprägter und konsequenter. Wir haben heute die Situation, dass wir heute bei 3.972 Neuinfektionen stehen. In den letzten 24 Stunden diesen 3.972 Neuinfektionen stehen 6.160 neue Genesene gegenüber. Das heißt, die Gesamtzahl der aktiven Erkrankungsfälle und Infektionsfälle sinkt jetzt wieder Schritt für Schritt, auch heute wieder um einen großen Schritt. Und diese schwierige Situation ist aber, dass wir immer einen Verzögerungseffekt haben. Sie kennen das mittlerweile. Ich habe zunächst einmal die Maßnahme, dann mit 10, 14 Tagen Verspätung die statistische Reaktion sozusagen bei den Neuinfektionszahlen, dann wieder mit einiger Verspätung von einer Woche circa die Entwicklung, die sich dann in den Intensivstationen auswirkt. Und etwas später wiederum die Situation, wie sich Todesfälle verändern und entwickeln. Und das ist aus meiner Sicht derzeit wirklich die Hauptproblematik, dass wir sehr viele Todesfälle haben im Augenblick. Es waren in den letzten 24 Stunden 121. Und diese Zahl, das ist eben nicht eine Zahl, das sind 121 Menschen, Leben, Hoffnungen, Schicksale. Und das muss das erklärte Ziel sein, dass wir als nächsten Schritt diese Zahl, diese Entwicklung deutlich verringern. Wie sieht es heute in den Intensivstationen aus? Hat damit viel zu tun natürlich. Wir haben seit einer Woche eine leichte Reduktion in den Intensivstationen zu sehen.
und ein Minus von 5%, was die Schwererkrankten in den österreichischen Intensivstationen betrifft. Da wiederum die Entwicklung seit dem September, da können Sie eigentlich die Neuinfektionszahlen fast parallel wiedererkennen, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe. Auch da waren wir am 2. September bei 30 belegten Intensivbetten und jetzt sind wir dramatisch gestiegen bis eben rund um den 19., 18., 11., dann diese Stabilisierung und jetzt erstmals leichte Rückgänge. Das heißt, das, was unser Hauptziel war, nämlich eine Notbremse zu ziehen, um diese intensivmedizinischen Kapazitäten zu schützen, um diese drohende, dramatische Überlastung unseres Spitalsystems zumindest so weit zu vermeiden, dass es zu keiner Katastrophe und zu keinen Triagen kommt, das ist gelungen. Das ist gelungen, aber da ist noch viel zu tun. Wir müssen diesen Trend weiter stabilisieren und deutlich fortsetzen. Man kann auch sehr schön, finde ich, anhand dieser Wochengrafiken sehen, wie es jetzt mit den Tageszahlen bergab geht. Sie sehen da immer die erste Novemberwoche, dann die folgenden Wochen und das sind jetzt die letzten Tage. Heute eben diese 3.972. Vor einer Woche am Mittwoch hatten wir 5.802, vor zwei Wochen waren wir bei 7.091 und vor drei Wochen bei 7.514. Das heißt, es geht schrittweise nach unten, der Trend stimmt, aber es ist ein langsamer, zäher Prozess, den wir da haben. Und eine wichtige Information, wenn sich eine Entwicklung zeitverzögert am Beginn in der Realität, in den Tageszahlen, in den Infektionszahlen niederschlägt, dann profitieren wir natürlich am Ende auch davon, indem sich die Wirkung des Lockdowns weiter in die Folgetage, in 10 bis 14 Tagen weiter auswirkt, weiter positiv bemerkbar macht, weiter niederschlägt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt, diese drei Ziele, die wir am Beginn des Lockdowns formuliert haben, nämlich einerseits die intensivstationäre Situation in den Griff zu kriegen, diese drohenden Triagen zu vermeiden, das ist gelungen, bisher zumindest. Ich hoffe, es bleibt so. Wir müssen da aber konsequent weiterarbeiten. Zweitens, ich habe Ihnen damals, als wir den Lockdown gestartet haben, starten mussten, den Reproduktionsfaktor als zweite Kenngröße genannt. Wir waren damals bei einem Reproduktionsfaktor von 1,44, jetzt sind wir bei 0,87. Das heißt, auch da sollten wir damit gesichert haben, dass es eine nachhaltigere Absenkung gibt, weil wenn eine Person weniger Personen als eine ansteckt, ist das die Grundvoraussetzung für einen abnehmenden Trend. Und ich kann Ihnen sagen, bei den Tageszahlen haben wir eine neue Prognose vorliegen, die bis zum 9. Dezember reicht. Und da wird uns von den Fachexperten, von den Modellierern prognostiziert, dass wir bis zum 9.12. eine Reduktion auf rund 2000 Neuinfektionen am Tag haben werden. Also, Erfolg des Lockdowns, Notbremse hat gewirkt, die Überlastung, die Triagen konnten verhindert werden und wir haben es umgekehrt auch rückblickend gerechnet. Hätten wir diese zwei großen starken Maßnahmen nicht verwirklicht, dann ist davon auszugehen, dass wir nicht nur an einem Tag, sondern an vielen Tagen eine völlige Überlastung und Überforderung unserer intensivmedizinischen Kapazitäten gehabt haben. Aber die Intensivstationen bleiben weiterhin eine große Herausforderung. Warum? Wir haben zwar in den Prognosen jetzt sinkende Zahlen bis Mitte Dezember, soweit erreichen die Kapazitätsprognosen sinkende Zahlen bis Mitte Dezember auf rund 444, was die Belagszahl betrifft, aber es gibt zwei große Problembereiche zusätzlich noch, nämlich einerseits die Tatsache, dass viele, viele Operationen, die verschiebbar waren, medizinisch verantwortungsvoll verschiebbar waren, jetzt schnell auch wieder nachgeholt werden müssen, aufgeholt werden müssen. Und der dritte Punkt ist, es wartet und es kommt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Mitte Dezember, Ende Dezember, wir können es nie präzis prognostizieren, die Grippewelle. Und auch die wird dafür sorgen, leider, dass diese Kapazitäten noch einmal zusätzlich belastet werden. Das heißt, ich habe es absolut begrüßt, dass wir vorgestern ein Appellschreiben
der Leitungen der österreichischen Spitäler erhalten haben, mit der dringenden Forderung, jetzt sehr, sehr bewusst weiter auf diese Spitalsressourcen als unsere erste Priorität zu schauen. Und das war für uns das Primat in diesem Planungsprozess, sehr, sehr vorsichtig zu handeln, in kleinen Schritten zu handeln, kontrolliert zu handeln, damit wir hier nichts riskieren. Das ist das Entscheidende in diesem Programm. Wir haben jetzt nur mehr wenige Monate, bis schrittweise die Impfungen wirksam werden. Und in diesen wenigen Monaten müssen wir jetzt durchhalten. Wir dürfen nichts riskieren. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen schauen, dass wir dieses Kapital, das wir uns jetzt erarbeitet haben in den letzten Tagen und Wochen durch diesen Lockdown, dass wir das in einer schwierigen Phase, Feiertage sind immer eine schwierige Phase, dass wir das auch weiter fortsetzen, damit uns keine ähnliche Situation wie Ende Oktober wieder passiert. Das heißt Mund-Nasen-Schutz, das heißt Mindestabstand, das heißt Hygiene und das heißt große Menschenansammlungen möglichst vermeiden und damit weniger Kontakte zu realisieren, als wir das in anderen Jahren gewohnt waren. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister.